So, Video Nummer 3 von meinem eigenen Nugget. Und Stand der Dinge ist jetzt, dass er beim Nachbessern in der Werkstatt war. Und jetzt schaut wirklich einiges besser aus. Ich würde sagen, jetzt passt es eigentlich. Ich war natürlich dort, habe diesmal auch die Punkte alle kontrolliert und habe ein, zwei Sachen gefunden, die noch nicht ganz gepasst hatten. Aber das haben die sofort dann noch gemacht. Eine neue Dichtung für die Kühlbox kriege ich noch zugeschickt. Und ansonsten sollte jetzt eigentlich wirklich alles stimmen. Falls euch noch was auffallen sollte, was ich vielleicht übersehen habe, dann sagt mir gerne Bescheid. Aber wir schauen es uns jetzt nochmal im Detail an. Und sogar der Marderbiss vorne wurde gemacht. Den zeige ich euch jetzt gleich mal. Das sieht echt alles um Welten besser aus. Ich bin sehr zufrieden. Was ich ein bisschen krass fand, also er wurde wieder nicht gewaschen. Also innen wurde er geputzt, das hat man auch gerochen. Obwohl er jetzt ja dann eh schon sauber war, aber kann ja nicht schaden. Und außen wurde er nicht gewaschen. Aber dann habe ich gesehen, dass sie eine Waschstraße haben sogar, die bis 2,90 Meter geht. Dann habe ich halt gefragt, ob sie den nicht waschen können. Und das wurde dann auch sofort gemacht. Warum machen die das nicht von selber? Ich meine, wie viel glücklicher wäre man, wenn man einfach kommt und sein Auto wäre wunderschön, blitzeblank, dann würde man sich oh, und wäre gleich begeistert. Aber nein, da muss man extra drum betteln quasi. Aber trotzdem, jetzt sind auch die Sommerreifen drauf. Und die sind tatsächlich von Ende 2014. Von dem her würde das perfekt mit dem Baujahr zusammenpassen und auch wieder mit der Idee, dass der tatsächlich nur 23.000 Kilometer drauf hat. Also es beruhigt mich schon alles wieder ein wenig und so sieht das jetzt aus. Der Reifendrucksensor hat auch nicht mehr geschrien, also ich nehme mal an, die haben einen oder die haben es irgendwie ausgeschaltet, aber auf jeden Fall hat das jetzt alles besser funktioniert. Und jetzt schauen wir mal unter die Haube. Wie heißt so schön? Die inneren Werte zählen. So, da bin ich mittlerweile schon Profi und ich habe jetzt einen Klostein reingehängt, vor lauter Panik, dass ja nicht wieder irgendwas kommt. Auch wenn das schon von Haus aus war, dachte ich, es kann ja nicht schaden. Seht ihr das? Wunderschön wieder alles zugemacht. Oder wunderschön, aber zumindest ist es wieder zugemacht. Von dem her sieht das jetzt schon um Welten besser aus als vorher. Nein! Zu wenig Gewalt. Dann werde ich jetzt als erstes mal die Reifen in den Keller tragen, die anderen, weil die brauche ich natürlich nicht im Bus. Mal das anschauen, was ich alles bemängelt habe. Also hier, das ist einem von euch aufgefallen, zum Glück, dass es eben nicht gescheit drin war. Da habe ich jetzt einfach Silikon reinmachen lassen und dann ist es dicht. Ich finde, es fällt jetzt auch nicht mehr schlimm auf oder so. Und mir ist einfach wichtig, dass es funktioniert. Also wie gesagt, ich wäre nicht so überpingelig, aber halt, wenn es so gar nicht passt, dann ist es einfach ärgerlich. Hier, da kriege ich die neue Dichtung noch zugeschickt. Und man glaubt es kaum, tada, es wurde Licht. Oh, immer noch Licht. jetzt geht auch natürlich die Anzeige vorne. Ich dachte halt wirklich, dass da eine Sicherung draußen ist. Aber dem war nicht so. Die Uhr stimmt auch. Gerade noch schnell kontrolliert. Das Bettchen lässt sich zusammenklappen, weil die richtige Matratze drin ist. Und ich habe diese Abdeckfolie bekommen für die Fensterscheiben. Der Puffer hier auf dem Seitenfenster ist drin. Das kann ich wieder auf und zu machen. Und aber wenn man eben sieht, dass der ganze Strom im Innenraum nicht funktioniert, dann ist das ein krasser Batzen. Und von dem her, ja, also ich bin jetzt wirklich sehr happy. Ich probiere gerade mal noch den Schalter. Oh, schaut mal. Da leuchtet's. Ich freue mich echt sehr. Es hätte so schön sein können von Haus aus. Aber gut. Hauptsache, es wurde irgendwann. ich habe jetzt diese Dosen hier gekauft, weil ich habe festgestellt, dass wenn der Kaffee jetzt offen rumkugelt, dass das nicht geil ist. Aber ich glaube, ich habe mich von dem rosa Pink verleiten lassen und leider nicht geschaut, welche Größe ich brauche. Irgendwo werde ich sie schon reinbringen. Ansonsten muss ich sie wohl leider zurückschicken, aber das ist ja nicht der Plan. Ja, die Gier war größer als die Vernunft. Wie so oft im Leben. Aber da wird es zum Beispiel funktionieren. Hier. Im Waschkästchen. Naja, Kaffee beim Zähneputzen. Ist ja eh alles ein Waschbecken. Was soll's. Schatzili, du bist so hübsch. Ah,
zeigst du her, dass du ungesunde Ernährung hast, hä? Dann müssen wir nach Haberfleißig radfahren, um es abzustrampeln. Der Anzug ist in der Größe, dass er, wenn er ihm passt, auf jeden Fall schon radfahren kann. Trag dich nicht mal rein. Hä? Jetzt, wo es gerade kontrolliert wird, ist uns wieder eingefallen, eine von den Federn musste ja noch festgeklebt werden, die sind jetzt aber alle wieder drin. So, jetzt sind wir schon oben. Ausklappen hat auch gut funktioniert. Wenn jemand auch sich auskennt, da ist die Matratze auf den beiden Seiten abgerundet, kann das sein, weil hier hinten ist nämlich auch abgerundet. Oder haben wir sie falsch rum drin? So ist sie uns reingelegt worden, aber man weiß ja nicht so recht. So, wir haben es selber gecheckt. Also sie war einfach nur falsch rum drin. Jetzt passt. Ist gut, Spalt? Gut? Gut? Gut. So, hallo? Hallo? Ja, hallo. Es ist soweit. Es gibt den allerersten Kaffee. Wasser ist schon drin. Der Kocher funktioniert jetzt auch. Und jetzt füllen wir mal Kaffeepulver ein. Dann kann es losgehen. Sitzen wir mit unserem allerersten Kaffee und Waffeln haben wir natürlich auch schon selber gebacken, aber das haben wir euch diesmal nicht gezeigt. Wir haben die auch gut verpackt und ja, schauen wir mal, ob der Kaffee so gut geworden ist wie die Waffeln. Genau. Auf den ersten Kaffee. Das ist ein Espresso. Fehlt für mich. So, das war's von uns. Jetzt will er sein Laufrad da reinladen. Ich glaube, er hat noch nicht ganz verstanden, dass wir noch warten müssen mit den Abenteuern. Drücken wir mal die Däumchen, dass es bald losgehen kann. Da rein? Ja?